Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten AK, Toto beim Clan True Warriors. Ja, ihr seht selber, ich bin Level 160, also auf Level 160 aufgestiegen und habe jetzt schon wieder, wenn man hier oben auf die Leiste klickt unter dem Namen, dann sieht man ja, wie viel EP man noch zum nächsten Level up braucht. Ja, wie bin ich das eigentlich geworden? Das ist ganz einfach, man geht hier in Attack rein, spult hier ganz nach oben in der Kobold-Mission, nimmt sich hier Payback, sagt einmal Attack. Und dann hat man hier die wirklich schwere Kanone zu machen. Das mache ich immer mit der Queen, dann zünde ich die. Und dann gibt es hier ein EP. Ja, und das habe ich ganz, ganz oft gemacht. Stimmt natürlich nicht. Natürlich habe ich nicht so den Level 160 erreicht, aber ich habe schon Videos gesehen, da machen die Leute das. Das ist eigentlich auch eine ganz einfache Sache. Man holt einfach ein Maus-Makro-Tool raus und schneidet einmal die Abfolge mit und dann macht man das halt ganz, ganz oft. Ja, ihr könnt euch selber ausrechnen, wie oft das war. Ich hatte eben 1843, jetzt habe ich 1844. Also so einfach kann es gehen, ist natürlich nicht so. Das liegt ganz sicher daran, dass das hier ein echter Account ist. Also ich mache, bis auf, dass ich ab und zu meinem Shop ein bisschen zu Euros greife, wirklich alles selber. Ich grabe also selber das Gold hier, ich grabe selber das Dunkle. Und ich habe auch schon ohne Ende die Mission fertig, wo man die, jetzt weiß ich gar nicht, wo es ist. Wo ist es? Da. 2000 Town Halls habe ich also auch schon reichlich, da gibt es ja auch immer EP für. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, womit levelt man noch? Man levelt natürlich mit Spenden, ihr seht das hier selber, Friends in Need, 234.541. Das ist schon ganz ordentlich. Obwohl natürlich die letzte hier unten Spell, Sharing is Caring, also Donate 10.000 Spells, das ist echt krass, 2.593. Da weiß ich auch noch nicht, wann ich das mal fertig kriege. Und aber so levelt man hier eigentlich. Und das ist eigentlich, ist es jedem selbst überlassen, ob man viel spendet, wenig spendet. Also jemand, der viel, viel weiter unten ist als ich, sag mal so Level 130, 140, der kann auch alles locker max out haben. Hat aber dann in der Regel nicht so viel gemacht und nicht so viel gespendet. Und dementsprechend levelt man dann halt nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das so haltet. Wie ihr levelt, spendet ihr gerne, spendet ihr eher nicht gerne. Oder ich gebe also, das wisst ihr selber, ich gebe immer gerne. Und deswegen werde ich jetzt auch dem Donnerbengel, ist es glaube ich, dem Donnerbengel etwas spenden. Der will sicherlich irgendwas, einen Giftzauber. Das kriegt er auch von mir. Nicht ganz ohne Grund kriegt er von mir Bowler, denn ich beabsichtige gleich live mit dem Account hier anzugreifen. Ich habe mir herausgesucht die 18 und die 19, diese beiden Bases hier werde ich heute Abend mal live angreifen und da dürft ihr in jedem Fall drauf gespannt sein. Ihr kennt das Spielchen, ich nehme hier mit Thorsten auf, mache den Angriff aber am Tablet. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, das zeige ich euch dann gleich auch mal tatsächlich live, warum ich die Angriffe ausschließlich am Tablet oder, ja, wenn es denn nicht geht, wenn wir mal unterwegs sind oder so, am Handy machen. Also bis gleich im CK-Kampf. Okay, liebe Clasher, ich hoffe, man hört mich jetzt noch ganz gut. Ich habe das Mikro jetzt so ein bisschen an die Seite genommen und würde sagen, wir starten jetzt einfach mal den Live-Angriff. Ich werde hier einmal reingehen und habe mir die 19 ausgesucht. Ich werde also die 19 jetzt mit dem 9er-Account machen und hatte mir das Ganze eigentlich kurz mal zur Erklärung. Ah ne, der ist es gar nicht. Entschuldigung, es ist die Nummer 18. Ich werde die Nummer 18 machen. Was ich mir dabei gedacht habe, ich werde den mit einem Golaloon machen. Und zwar ist es eigentlich Ziel, diese beiden Lars hier auszuschalten und natürlich die gegnerische Queen auszuschalten. Plus, wenn ich es denn schaffe, die Clanburg und werde hier über diese beiden Lager hier reinkommen. Dann seht ihr auch gleich mal, warum ich hier die Angriffe nur am Tablet mache, weil ich nämlich beide Golems jeweils so circa einen Zentimeter daneben auf einmal droppe. Das kannst du einfach nur mit zwei Fingern machen. Das kriegst du hier an der Maus natürlich nicht hin. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ausgebildet, das werdet ihr gleich sehen. Aber ich gehe erstmal rein in den Kampf. Ja, jetzt müsste eigentlich hier Watch Live kommen, da kommt es auch.
Jetzt sind wir live dabei. Ich bin am Tablet. Ihr seid hier auf meinem Account mit dabei. Ich habe ausgebildet einen relativ normalen Golalon und fange hier hinten an der Bauhütte an, damit ich die auf gar keinen Fall vergesse. Das heißt, ich ziehe hier jetzt erstmal Magier rein und komme jetzt genau mit meinen beiden Golems. Da seht ihr es. Nur so kann ich die hier reinbringen und wollte eigentlich hier mit meinen Mauerbrechern rein. Oh, das ist ein bisschen doof gelaufen. Ist aber nicht so schlimm. Ich ziehe hier die Bola nach und jetzt kommt auch schon die Clanburg. Die muss ich hier erstmal ein bisschen giften. Dann brauche ich ja hier so ein paar Magier noch dazu. Und wir nehmen hier mal den Sprung rein. Da müssen wir mal gucken, dass die Golems hier jetzt auch noch reingehen, beziehungsweise die Bola und die Queen, dass das Lager hier weggemacht wird. Das sieht gut aus und dann würde ich sagen, wir starten hier ruhig schon mal mit unserem ersten Hund, nehmen hier zwei Ballons mit rein, starten hier mit den restlichen Loons und dann hauen wir hier einmal jetzt ein bisschen Speed rein. Das sieht noch ganz gut aus und ja, meine Loons sind eigentlich noch gut drauf. Das, was ich gleich auf jeden Fall machen muss, ist, dass ich die einmal durchheile, nämlich hier. So, dann kann ich schon mal so ein bisschen mit Cleanup anfangen hier. Ich hoffe ja, dass wenigstens ein Hund da jetzt noch aufgeht. Meine Queen hat jetzt leider schon das Zeitliche gesegnet. Und da habe ich keine. Okay, das sieht aber noch ganz gut aus. Meine Loons müssen jetzt noch zwei Dev-Gebäude machen. Oh, da ist noch der Hund davor. Okay, das kann natürlich ein Zeitproblem geben. Es wäre noch ganz schön, wenn der jetzt noch aufploppen würde. Macht er natürlich nicht. Mist, okay. Habe ich jetzt ein kleines Zeitproblem, aber 1 Minute 15 Sekunden noch Zeit, das sieht noch ganz gut aus. Und ich denke mal, mit, auch wenn ich jetzt nicht ganz so viel mehr in der Base habe, was hier Schaden machen kann, ich habe nichts mehr in den Ecken. Die Loons werden hoffentlich gleich die Bauhütte... Ah, der Hund, der stört mich echt, dass der nicht aufgegangen ist. Aber ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, denn wenn nur noch zwei Sechser Lars da sind, dann ploppen die zwei Hunde auf Level 2 einfach nicht auf, weil nicht genug Feuer in der Base ist. Und ja, dann kannst du ganz schnell hier ein Zeitproblem bekommen. Aber ich glaube, das sieht, ja, das sieht ganz gut aus. Immer noch 45 Sekunden jetzt. Und jetzt, oh, jetzt kommt die Bauhütte des Todes. Jawohl. Auch die schaffe ich. Und hier unten ist jetzt auch alles weg. 100%. Ja, wunderbar. Das war der erste Angriff. Ist mir, glaube ich, gelungen. Ist halt eine Taktik ganz gängig mit den Bowlern in der Clanburg. Und das sah schon mal gut aus. Und ich mache dann gleich den nächsten Angriff auf die Nummer 19. Die mache ich mit meinem zweiten R9-Account und switche jetzt erstmal auf dem Tablet und versorge die CB und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe schon mal in das Dorf reingeswitcht. Der Account ist versorgt und das kann auch genauso gut jetzt ein Fail geben. Das weiß ich nämlich noch nicht. Das checke ich jetzt erstmal. Hintergrund ist, dass ich natürlich auch hier versuche, irgendeine Lar wegzumachen, die Queen wegzumachen und die Clanburg zu schaffen. Das kann jetzt auch fürchterlich nach hinten losgehen, aber ich sage ja immer Hop oder Top oder No Risk, No Fun. Und deswegen werden wir hier wahrscheinlich nicht mit der Hütte anfangen, sondern ich werde, ja, der hat hier ein Loch drin, das ist natürlich immer verlockend, falle ich aber nicht drauf rein. Das heißt, auch hier werden wir über diese Lager hier reingehen und werden versuchen, diese Lager hier zu erreichen. Ich nehme an, hier ist ein Tesla in dem Loch oder ist eine Riesenbombe und die Golems werden ganz piano hier eigentlich durchlatschen. Ich könnte sogar noch mal so ein ganz kleines bisschen umstellen. Das mache ich auch noch mal. Ich sehe gerade, ich brauche keine Mauerbrecher. Ich brauche überhaupt keine Mauerbrecher. Das ist natürlich sehr cool. Denn die Base ist sowieso auf. Wo soll ich hier eine Mauer noch aufsprengen? Und dann kann ich sowas noch mitnehmen. Und ich würde sagen, wir nehmen noch zwei davon eben mit. Jo, so. So sieht das gut aus. So habe ich die Armee. Ich würde sagen, wenn... oh nee, das stimmt noch gar nicht. Mist, Mist, Mist. Fast wäre mir ein Missgeschick passiert. Das wäre jetzt echt doof gewesen. Und natürlich muss ich erstmal eben die CB befüllen. Da bekommt
der Account auch Bowler von mir rein. Oh, das wäre fast nach hinten losgegangen. Ich weiß nicht, wer so mehr Accounte spielt, der kennt das sicherlich. Ja, da vergisst du mal schnell, die Clanbook zu befüllen. Und dann stehst du nämlich da und hast dir deinen Live-Angriff versemmelt. Ich habe auch eben so ein bisschen mitbekommen, dass es so ganz ein Zehntel zeitverzögert hier rüberkommt, wenn ich etwas sage und ihr seht es eigentlich im Bild. Das liegt natürlich daran, dass ich weiß, was ich vorher mache und sage das dann und dann seht ihr das noch gar nicht. Das ist mir ganz besonders eben beim Heilzauber aufgefallen, aber ich würde sagen, wir gehen hier jetzt in diese Attacke rein und es müsste jetzt gleich auch hier wieder das Attack-Zeichen kommen, beziehungsweise das Watch-Live-Zeichen. Und da ist es, da gehen wir rein. Und dasselbe Spielchen beginnt von vorne. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt auch noch ganz gut. Ich werde jetzt wieder genau meine beiden Golems da an dem einen Armeelager droppen. So, zwei Stück. Und ein paar Magier hinterher setzen. Und jetzt auch schon meine Helden zücken, denn ich denke mal, die werden in jedem Fall nicht irgendwo außen rumrennen. Aber hier kommt schon die Clanburg, dann heilen wir hier schon mal durch. So, die Queen ist schön dahinter, das passt in jedem Fall. Dann setzen wir hier jetzt mal einen Wut. Ja, den Sprung, ja. Ah, ich hab da so einen Sprung dabei. Naja, egal. Okay, dann, das sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, wir starten, das sieht sogar richtig gut aus. Ich würde sagen, wir starten hier mal mit dem Hund und machen jetzt schon mal so ein bisschen was weg. Starten hier mit dem zweiten Hund, machen hier schon mal so ein bisschen was weg. Fast hätte ich es wieder versäumt, meine Queen hier zu machen. Jetzt müssen die da hinten natürlich die Lar schaffen. Das machen die gerade nicht. Das ist natürlich doof. Und ich habe ja gesagt, so ein Ding kann auch schnell mal nach hinten losgehen. Ich habe gedacht, die packen die Lar da noch. Aber dem war nicht so. Das macht aber nichts. Ich habe noch einen Heilzauber im Petto. Und werde die Loons gleich jetzt nämlich nochmal durchheilen. Ich denke mal, der könnte mir jetzt nochmal richtig den Hintern retten hier. Hier können wir schon mal ein bisschen für Cleanup sorgen. Wir nehmen hier noch einen Magier mit rein. Und ich muss die Loons jetzt einfach so fliegen lassen, wie sie fliegen. Da kann ich mich jetzt leider nicht mehr rum kümmern. Aber es sieht noch ganz gut aus. Ich habe noch den King am Start, ganz viele Puppies. Noch ein Magier, auch wenn der Loon jetzt da drauf geht. Ja, mein Gott. Okay, das ist ein Gebäude, was noch über ist. Da kann ich jetzt mit leben. Das werden meine restlichen Truppen jetzt erledigen. Da bin ich mir ganz sicher. Da kann sich der... der Turm könnte sich noch wehren. Aber der Bowler ist noch dabei. Der Turm hat immer noch keinen Schaden bekommen. Und weiß jetzt aber auch schon nicht mehr wohin. Super. Super drei Sterne hier. Jawohl. Das klappt ja gerade. Ah, das klappt gut. Klappt gut. Wunderbar. Sauber. Ich habe hier unten schon rumgeswitcht. Switche jetzt hier auch nochmal rum und die Folge heißt ja nicht umsonst. Gulaloon ist nach wie vor hier eine richtig geile Taktik und wir gucken uns einfach noch zwei Replays an, die nehmen wir hier noch rein mit in die Folge, weil das ist echt eine Hammer-Taktik hier. Auch vom Fips, der macht das hier ein bisschen anders als ich, dann sieht man mal, dass man die auch ein bisschen kombinieren kann. Er hat nämlich jetzt schon fast die Queen mit dem einen Babydrachen geschafft, die Lars, ich hatte mir die Base noch gar nicht angeschaut. Stehen ja auch echt weit außen. Und so sind hier auch zwei Lars Geschichte. Und er hat jetzt auch noch 216 Loons. Also das ist auch eine krasse Geschichte hier. Und ihr seht ja selber, wie weit er eigentlich schon kommt. Hätte jetzt sicherlich schon etwas eher mit den Loons reinkommen. Also ihr habt das ja bei mir gesehen. Ich komme dann schon, wenn meine anderen Truppen noch so ein bisschen im Kampf sind, ein bisschen das Feuer auf sich ziehen, versuche ich die Loons natürlich schon zu schicken mit den Hunden. Damit genau diese Devs keinen Schaden mehr auf meine restlichen Truppen machen und ich auch recht und ich auch reichlich für meinen Cleanup habe. Aber auch der Fips hat hier das Problem, dass sein letzter Hund hier nicht aufgeht. Und hat hier aber schon so ein paar Puppies oder Lava-Welpen heißen sie eigentlich, in den Bases verteilt. Rathaus fällt jetzt, ja, auch starker Angriff. Also nach wie vor diese Taktik hier. Gulaloon, wenn die Bases passen und wenn du, ja, oh, ich sehe gerade, der Fips hat auch schon 17er und 18er Heldenpärchen. Das geht auch mit kleineren Helden, also auch in den letzten CKs habe ich das mit kleineren Helden gut gesehen. So, ja, wenn die Base passt, wunderbar. Gulaloon, das ist hier eine RH9-Taktik und wenn die Bases
Ihr habt das selber gesehen, die Bases sind nicht so wirklich stark, sie sind nicht voll maxed. Aber wir haben hier auch einen, der hier ein bisschen höher angegriffen hat. Auch mit der Taktik. Da ist er hier, der Hater-Hater, den gucken wir uns auch noch an. Ja, auch wenn die Folge jetzt wieder ein bisschen länger wird. Das macht mir jetzt nichts, ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Wenn wir solche schönen Angriffe hier sehen und das ist schon eine ganz andere Base hier. Das ist maxed out mit 21er und 20er Heldenpärchen. Also das ist schon eine ganz andere Nummer. Aber so wie ich das sehe, stehen hier auch die X-Bogen auf Boden. Zumindest der, den ich jetzt gerade sehe in der Mitte. Ja, das ist natürlich dann auch ein gefundenes Fressen für Luftangriffe, wenn du schon siehst, dass eine deiner stärksten Feuerkräfte, die dir entgegenwirken, auf Boden stehen. Und das kommt einem natürlich nur entgegen. Ich denke mal, das hat sich auch der Hater hier gedacht. Und kommt jetzt mit einem Hund schon mal vorab. Hat hier auch viel stärkere Def jetzt zu machen, als ich es gemacht haben musste. Also das sind hier ja schon Maxed für RH9 ausgebaute Lars. Aber kommt hier auch richtig krass in die Base rein. Was hat er da denn in der... Ah, okay. Der Hater ist ein RH10. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass er RH10 ist. Das sehe ich jetzt erst. Und hat natürlich dementsprechend Zauber mehr. Und schafft hier diese starke Base. Schade, dass er nicht ein bisschen höher gegangen ist als RH10. Da hat er sicherlich einen Zauber mehr als jeder RH9 hier. Weil ich nämlich mit dem Avatar auch noch ran muss. Und jetzt gucken wir mal wieder in den direkten Vergleich. Aber uns sind ja 3 Sterne immer sehr, sehr wichtig. Wenn auch gleich ich heute Abend mal wieder nicht mit der Entscheidung zufrieden war, dass hier alle ihre Angriffe rauspushen wie die Irren. Denn ihr seht selber 34-1. Hier haben also schon etliche ihre 2 Angriffe gemacht. Und ich habe dann halt immer Sorge, dass dann die unteren 9er, denn wir haben die 9er gleich durch, überhaupt nichts mehr zu tun haben hier. Ja, und dann kommen die morgen oder heute Nacht vielleicht hier in den CK rein. Und ja, müssen dann leider schon beim RH10 ran, holen nichts mehr. Dann ist das Genöle wieder groß. Dann sagen die einen, ja, hättet ihr mal eher angegriffen. Und die anderen sagen, ja, dann lasst doch wenigstens einen erstmal von jedem Angriff zeigen bzw. machen. Dann hat wenigstens jeder einen Angriff gemacht. Und so gibt es hier jetzt schon wieder 1-2 Accounts, die hier beide Angriffe durchgeballert haben. Und ich finde das teilweise in Ordnung, aber teilweise finde ich es halt totale Scheiße. Ja, damit, ich sehe nämlich jetzt schon wieder, wenn ich mal in mein Team gucke, hier unten die 3 Neuner hier, die haben gleich nichts mehr zu tun. Ja, wenn wir hier so weitermachen, dann haben die nichts mehr zu schaffen, dann können die sich RH10er schnappen, da holen sie nichts. Und ja, da braucht man sich auch nicht wundern. Ich will jetzt nicht sagen, das ist unfair den CK-Stern gegenüber, weil wenn ich mit meinem RH9er hier jetzt durchweg angreife, dann machen die hier vielleicht 6 Sterne. Und die da unten gucken in die Röhre, weil sie keinen mehr machen. Ich finde das auch blöd. Es gibt ja auch eine Errungenschaft. Die will man ja auch irgendwann mal schaffen. Und die schaffe ich natürlich nicht, wenn mir alles weggenommen wird und ich kann hier oben irgendwo nur einen Stern bei irgendeinem Zehner holen. Also ich finde das doof. Vielleicht schreibt ihr mir das mal in die Kommentare, wie ihr das bei euch haltet, ob ihr wirklich so lange wartet, weil ja, es gibt immer welche im Clan, die greifen halt nicht so früh an. Die sind halt nicht so super geil hier drauf und sagen, ey, da kommt der CK, da stürze ich mich jetzt drauf. Und mache jetzt erstmal alle Angriffe hier. Kann man machen, muss man aber nicht. Man sollte auch den anderen eine faire Chance lassen, ihre Sterne zu holen hier, um sich einzubringen. Denn wenn ich dann immer nur eine Stunde zu spät bin und alle haben schon 2 Angriffe gemacht, alle 9er sind down, ist doch kacke. Aber sei es drum, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn sie mal wieder ein bisschen länger wurde. Und wir haben Live-Angriffe drin hier, das finde ich richtig gut. Vielleicht kann ich sie noch ein bisschen optimieren, indem ich tatsächlich dann mein Tablet hier rüber streame oder mein Handy, aber dann habe ich immer ein leichtes Delay hier und das mag ich dann auch nicht so. Und ich glaube, so wie ich es jetzt eigentlich regel, ist es ganz gut. So kann ich es auch regeln, wenn ich angreife. Also ich kann natürlich auf irgendeinen Account switchen und meinen Angriff machen. Nämlich mit dem Avatar und mit diesem Account hier auch. Das mache ich allerdings erst morgen. Und wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent bei mir seid, am Ende des Videos könnt ihr mich abonnieren und dann sehen wir uns hier sicherlich, wenn ich euch die Kämpfe dieses CKs hier zeige. Bis dahin, euer Toto. Clash.